What fascinates us about him? What made him into the person that he is today? What motivates people to hate him and to visit him? Meine Leute, this is the story of Drachenlord. On May 23rd, 2017, Rainer claimed on Twitter, should he continue, it would not be because of money. When Iblali posted a photo of himself with long hair on Twitter on May 26th, Rainer streamed on YouNow and asked Iblali to join his stream as a guest. Since Iblali did not comply with the request, Rainer blocked him without further ado. On May 27th, Rainer's Instagram account was suspended. On June 2nd, 2017, Rainer opened a new forum and posted a story there. He also planned to create a 21+ section in the forum, for which users had to register with a photo of their ID. On the TeamSpeak server, he mentioned that there would soon be a church fair in Emskirchen and that he was worried that many haters would show up there. On June 3rd, Rainer said in an Assassin's Creed Let's Play that he would soon have a gastrointestinal endoscopy. On June 7th, Bone Clinks went to Rainer's house. As a result, the video End of the Road and Ciao Kakao appeared, in which Rainer explains that he will no longer publish videos on the main channel due to the visits. During a Tony Hawk Let's Play, he addressed the matter once again. Und ja, ich habe in den letzten Jahren immer wieder, vor allem mit Hatern und so weiter, mein ganzes Leben im Prinzip zerstört. Then, on June 8th, the video of Bone Clink's visit was released. Hallo, Herr Winkler! Ich bin Bone Clinks! Hi! You guys! I deleted my channel while you come to me! Yeah! Also. Weil ich liebe dich! Approach! Oh, wow. Okay, well anyways. Das Let is helpful. Mach bitte wieder Videos! Since there were a lot of Kuchenkinder in front of the Schanze, Bone Clinks left temporarily to come back later and have a friendly chat with Rainer. Junge, von meinem grünen Schild! Wir wollen dir nicht irgendwas Böses, wir sind jetzt... Das interessiert mich auch nicht! Wir sind jetzt extra gegangen, damit die alle verschwinden, weil... Wir wollten ja nicht... Alter, weißt du, was Metal ist? Ich hör gerne Ton! Ich seh nur, dass ich fahre nicht und höre irgendwas, wenn ich verstehe! Also, verpiss dich! Wir sind hierher gekommen, damit ihr euch einfach, damit ihr Frieden schließen könnt. Das war das Ziel. Versteht ihr mit, dass ich euch nicht will? Also verpisst euch, oder ich hänge euch die ganze Community auf den Hals. Wenn die nämlich wissen, dass ich mich wegen ihm gelöscht habe, ich weiß nicht, was mit ihm los ist. Wie kann er sich 5 Jahre mit Hater rumschlagen? Und ich wette, es gefällt ihm nicht. Garantiert, du, you kill you and my Hater kill you. What? What was that? In his stream, Rainer presented his fidget spinner and then addressed Droll directly. Mal ganz im Ernst! Über mich wird man noch in 100 Jahren reden! Du bist morgen vergessen, wenn du stirbst! Du willst mal ich will mal ernsthaft und vernünftig mit dir reden, aber du bist so ein Noob, dass man mit dir nicht mal vernünftig reden kann, weil selbst mit der logischsten Logik dringt man nicht zu deinem verwirrten Verstand durch. On June 11th, Rainer got drunk in his YouNow stream and talked about Bone Clinks. Warum hast du nicht mit Bone Clinks gesprochen? Weil es ein Affe ist und ich mit Affen nicht sprechen kann? Ich verstehe keine Affensprache, tut mir leid. Ganz schön arrogant, Herr Winkler. Sagt jemand, der mich überhaupt nicht kennt und mich gleich verurteilt. Bist du feige und hast Angst vor Bone Clinks? Ja. Genau das ist es. Ich bin über 2 Meter, ich bin den Kopf größer als er, aber ich habe Angst vor ihm. Rainer published a video, Fidget Spinner Dragon Spins, on his main channel, in which he presents his Fidget Spinner.
On June 12th, Rainer explained in the stream the real reason why there were no more videos on the main channel and argued with Chad. Außerdem hatte es einen ganz anderen Grund, warum ich mich gelöscht habe. Damit hatte kein Iblali was zu tun, damit hatte kein Boneclicks was zu tun, damit hatte im Prinzip nur eine einzige Sache was zu tun. Mein Real Life. Meine Nachbarn. Aber da die den ganzen Hate mittlerweile selber schüren, denke ich mir einfach nur noch, YOLO. Ihr nennt mich Oga Fresse, weil ich einen Überbiss habe und damit Frauen weit besser beglücken kann als ihr. Und dann kann ich besser Frauen damit besser beglücken, weil ich weiter vorkomme. Ne? Was willst du eigentlich von mir? Außerdem, wenn mein scheiß Gelaber keiner hören will, dann schau, dass du dich in einen anderen Stream verpisst. Dann hast du bei mir nichts verloren, du Loser, Alter. Wenn du keine Ahnung von Kultur hast und von anständigen Sachen hast. On June 14th, Rainer was banned on Twitter. On this day also, the video, three new CDs, was released, in which he introduces three albums. On June 15th, he once again spoke out about his mother in the stream and addressed the haters. Du hast deine eigene Mutter bis was beleidigt. Ja, weil sie eine Schlampe ist, was sich wie eine Schlampe verhalten hat, deswegen. Ich meine, Leute, ihr habt Schwanzbilder von mir, ihr habt Wix-Videos von mir, was wollt ihr mir noch antun? Ich habe keine Freundin, ich habe keine Familie. Also was wollt ihr mir antun, ne? Ihr wisst, wie ich mich im Internet verhalte und wer ich im Internet bin, ja. Aber ihr wisst nicht, wer ich im Real Life bin. Wer Rainer Winkler ist, habt ihr keine Ahnung. Ihr wisst nur, wer Drachenlord ist. Und das ist ein ziemlicher Arsch und ein ziemlicher Angeber und ein ziemlich arrogantes Arschloch. Drache ist auch nicht viel besser. Wann bist du obdachlos? Ich bin nicht obdachlos und ich werde auch nicht obdachlos sein. Im Gegensatz zu euch verdiene ich nämlich mein Geld am Tag und brauche nicht den ganzen Tag zu Hause vorm Rechner sitzen und darauf warten, dass Leute hoch online kommen, die ich verarschen kann, weil es ihnen angeblich viel schlechter geht als mir und dabei geht es mir schlecht. Also das war die Sicht des Haters quasi. Rainer also streamed on June 19th. Also das ist immer für so schlaue Leute, weil sie alle studieren und was weiß ich. Und lassen sich von einem Sonderschüler vorführen. Also, was stimmt nicht an diesem Bild? Ein Hater, der ein Student ist, lässt sich von einem Sonderschüler, sprich mir, vorführen. Was stimmt daran nicht? Then, Rainer misread a viewer's comment, but couldn't admit the mistake. Du hörst dich betrunken an. Wie soll ich mich betrunken anhören? Ich habe überhaupt keinen Alkohol getrunken. Das Einzige, was ich hier getrunken habe, ist das hier. Dort steht bedruckt. Da steht betrunken. Ich kann doch lesen. Ich werde nicht darüber diskutieren, ob der betrunken oder bedrückt geschrieben hat. Er hat betrunken geschrieben. Jeder sagt bedrückt. Das ist mir scheißegal, was alle sagen. On June 20th, photos surfaced of Rainer's car, a Ford Mondeo. The car was obviously damaged from an accident. On June 21st, Rainer presented himself in the stream with self-cut hair and made negative comments about Baby Dave. Drache, kennst du Baby Dave? Ja, und es ist ein riesen Arschloch. Nein, mein mit Baby Dave. Ja, was soll passiert sein? Es ist ein Arschloch, basta. Der sagt Sachen, der will mir bei Sachen helfen und passiert ist nichts. Im Gegenteil, ich habe noch Draufzeit bei der Geschichte. Ich bin ein Arschloch hoch 10, ich werde auch immer ein Arschloch hoch 10 bleiben, weil alle anderen Wichser sind und weil keiner mir das Wasser reichen kann. Kein Mensch kommt an mich ran und alle sind schwächer als ich. Es wird immer so bleiben. Ich bin das höchste Wesen. On the TeamSpeak server, Rainer talked about his experiences with online dating. Ich schau meistens, pass auf, wenn ich jetzt zum Beispiel bei manchen Unserate sind ja bitte dabei. Und die Mehrheit, das sind ja sehr freizügige Bilder, die Mehrheit von den Kerlen, so wie ich sie kenne, schreibt halt, wow, wunderschöne Vagina oder extrem geile Brüste. Und ich schaue dann mal wenn genauer hin, weil ich bin keiner, ich schaue hin, ja, geile Titten, sondern ich schaue hin und sage, ah, hey, schöner Leberfleck da an der Stelle zum Beispiel, oder interessantes Tattoo. Wie kam es dazu, so ungefähr? Und das heißt, rein statistisch gesehen, müsste ich auf die 300 Nachrichten mindestens mal, was sind das, 50 Antworten, oder was gekriegt haben, im Laufe der letzten 4-5 Jahre. Tatsächlich habe ich nicht eine bekommen. Was sagt das über mich aus?
was das Magazin angeht zum Beispiel, ich kenne die Frau in dem Laden, wo ich mir das immer hole, weil es halt ein Sexshop ist, da bin ich öfter mal, da hole ich mir ab und zu mal was. Und die sagt halt zu mir, dass die halt sehr, sehr viele Kundinnen hat, die da halt Nachrichten kriegen oder auch einfach Nachrichten antworten, was weiß ich. Das ist genau der Scherz. Weißt du, wie viele Frauen ich angeschrieben habe, wie viele ich geliked habe oder so und wie viele Antworten ich bekommen habe? Nein. Von bestimmt 1000 Frauen, die ich geliked habe, habe ich bestimmt keine einzige Antwort bekommen. Psychologisch ist es halt echt so. Ich bin psychologisch nicht erklärbar. Das ist das gleiche wie mit den Hatern. Das ist genau dieselbe Geschichte wie mit den Hatern. Doch, das gibt's. An mir haben sich schon mehr als ein psychologisches Zähne ausgebissen. Okay, ich sag halt einfach nur, aber dann, das macht dich nicht zu jemandem, der für Psychologen nicht, es macht dich nicht zu einem psychologischen Wunder, dass man kein Gutachten erstellen könnte oder sonst irgendwas, sondern wenn es halt einfach nichts gibt, was therapiert werden müsste, dann ist es auch klar, dass nichts therapiert wird und therapiert werden kann. Also wenn du als Patient, also so heißt es halt immer, als Patient und als Klient, nicht findest, dass es was gibt, was therapiert werden müsste, dann kann natürlich auch der Therapeut keine Hilfestellung geben bei was nicht bearbeitet wird. Rainer asserted that he is mentally healthy and reported of dreaming about his father after his death. On June 22nd, Rainer complained about Nazis in the chat and claimed that Mittwoch had benefited him. Und ihr blöden Nazi-Wichser, Alter, wenn ihr nichts Besseres zu tun habt, als Scheiße zu labern, dann geht bitte selber ins Gas. Anstatt zu schreiben, Rainer ins Gas. Wer wollte jemanden über Juno einen Antrag machen? Hau rein, Trottel. Wer über Juno? Ich? Und was hat's mir gebracht? Eine Reichweite, die weit über meine Abonnentenzahl hinausgeht. Die Tatsache, dass mich jeder YouTuber in Deutschland kennt. Jeder große YouTuber, jeder, der was zu sagen hat. Letzten Endes hat mir das mehr Vorteile als Nachteile gebracht. Du nennst mich ein Trottel? Ich nenne es intelligent. Then, suddenly, a girlfriend was mentioned again. Ist deine Freundin ein hübsches Mädel, Rainer? Für mich ist es die schönste Frau der Welt. Wie lange seid ihr zusammen? Keine Ahnung, 6 Jahre? Mal kurz an die Eier kratzen. Hast du schon deine Freundin im Real Life getroffen? Oder kennst du sie nie von Bildern aus dem Internet? Ich habe mit meiner Freundin schon mehrfach geschlafen, auch wenn du es unbedingt wissen willst. On June 23rd, Rainer had a tantrum during the Tony Hawk's Downhill Jam Let's Play. Ich bin nach links! Ich bin nach rechts gegangen! Nach rechts bin ich gegangen! Warum bist du nach links? Du scheiß Spaten, Alter! Was? Was? Warum gehst du nicht nach links? Du scheiß Schück, Scheiße! Kann ich vergessen? Keine Chance! Warum bleibe ich an jeder verfickten Ecke hängen, Alter? Ich bleibe an jedem Kackpixel hängen. Was? Ich hab ihn noch voll erwischt! Du findest das vielleicht cool. Die Fresse interessiert mich. Weil mich denn seine Sprüche so aufregen, habe ich jetzt wieder verlassen gedrückt. On TeamSpeak, Rainer was unable to ban a particular user and reacted angrily. Aber ich kann den Grund halt nicht nachvollziehen. Warum willst du mich überhaupt bannen? Hör auf, hier rumzuschreien, hör mal. Wenn du hier rumhackst, Alter. Ich hack hier nicht, Alter. Du hackst rum, sonst würde ich dich bannen können. Nein, erzähl doch keinen Blödsinn. Du weißt doch gar nicht, ob ich hacke. Und ich sag dir original, ich habe nichts getan. Ich sag dir original, dass du ein Lügner bist, ein Verräter und keine Ahnung von Ehre hast. Eventually, he did succeed in banning him and addressed the other people on the server. Ihr braucht euch keine Illusionen hingeben, dass ich angeblich nicht bannen kann. Ich bann euch alle rotzeputz weg, das juckt mich ein Scheißdreck. Ich bann euch und in einer Sekunde später habe ich euch vergessen, wenn ihr Scheiße baut. Haltet euch an die Regeln, ansonsten fliegt ihr. Und wenn ihr glaubt, ihr seid über meinen Regeln, dann habt ihr euch aber ganz schön geschnitten, ey. On June 24th, Rainer's grandmother passed away. In the Juno stream, he claimed to have broken up with his girlfriend.
Wie geht's deiner Freundin? Alles gut? Wir haben uns gestern getrennt. Ich habe was mit einer anderen gehabt, sie was mit einem anderen und einer anderen. Habe ich mir gedacht, okay, YOLO, lassen wir's eben. Then he admitted to having listened to the German neo-Nazi rock band Lanzer in the past. Du hast ja früher Lanzer gehört, Lügenlord. Ha, mit 12, wo ich keine Ahnung hatte, was das ist, weil mir jetzt der Kumpel in die Hand gedrückt hat. Later, Rainer tried to give off the impression that there was someone else in the room with him. Da ist niemand im Hintergrund. Ich hab gedacht, ich schläft länger, verdammt. Halbe Stunde noch, dann bin ich da, okay? Ja, ich wünsche noch einen schönen Abend, haut rein. Da ist überhaupt niemand, Mensch! Hier, da ist niemand. On June 25th, the spectacle was repeated in the stream again. Wer war da gestern dran? Da war gestern niemand! Und heute ist da auch niemand. Ja, nee, da ist niemand. Da ist niemand, Leute. Leute. Da ist niemand. Da ist niemand. Okay, da ist jemand. Oh Mann. So, jetzt kann ich endlich mal Kippe rauchen. Gott sei Dank. Es gibt wieder Ärger nachher. Ich sollte mal eine Räucherkerze anmachen, dass es jetzt so auffällt nachher, wenn sie wiederkommt. Also, kommt ja niemand, aber... On June 26th, the so-called pillow throw occurred. Mir ist egal, ob ihr mir das glaubt oder nicht. Es ist mir auch scheißegal, ob sie da ist oder nicht. Na. Die wollen jetzt gerade schon Kissen nach mir werfen. Aber ich bin ja auch bewaffnet. Was zum... Alter! Schmeiß dich hier Kissen nach mir! For the viewers, however, it was clear from the beginning that Rainer had thrown the pillow at himself. Also, Rainer's book, The Answer to the Dreams, was leaked that day. The book is an erotic novel in which Rainer himself is the main character. Rainer denied being the author of this work, but in the past had sent the raw version to a hater pretending to be his girlfriend, which made it possible to link the story to him. The book also found its way onto Amazon via the haters and without Rainer's consent. Rainer's book demonstrated how he tried more and more to escape reality. It also seemed that it was more important for him to convince the haters that he had a girlfriend than actually having a real relationship. Since he had little else in his life, he clung more and more desperately to fantasies of success and his online presence.